Hi Leute! Herzlich willkommen zurück zu der Alps. Unser Forstprojekt hier im LS15 mit dem Werder von Burning Gamers, mit dem Sachsen-Let's Player und dem Freezy One. Hallo, guten Tag. Jo, Freezy. Ja, bitte, Manus. Ich sag so oft oder ausschließlich Freezy zu dir, dass ich vergessen habe, wie du wirklich heißt. War das Christian? Genau, ja. Ah, lol, okay. Warum nicht Kevin? Und der Hate geht weiter. Nein, wie war eure Woche? Wie geht's euch? Ja, ganz okay. Und selbst? Ja. Oh mein Gott! Was denn? Du hast dich angeschlichen wie so eine Katze. Ja, hab ich einfach nicht gemerkt. Ich? Ey, Werner. Ach so. Ready, soll ich dir den LKW umparken? Das sieht nicht ganz so... Ja, sieht so. Achso, warte, ich kann den auch umparken, weil ich stehe nämlich hier gerade ein bisschen bedeppert daneben. Achso, welchen LKW übrigens? Überhaupt? Da, wo du drin sitzt. Ah ja, okay. Komm, Tino, wir machen Hackschnitzel. Hackschnitzel? Ja. Moment. Brauchen wir die Bergziege, ne? Nee, geht nicht. Die brauche ich ja gerade. Für die Großen. Das haben wir schon probiert. Achso, nee, ach, der LKW. Ja, stimmt, der LKW brauchen wir dafür, ja. Der hier. Wir haben. Der MAN. Der MAN, genau. Der grüne. Ja. Wie soll ich den denn hinstellen? Mittellich halt, ne? Mittellich. So, ich mach mal die ganzen kleinen Bäumchen hier weg, damit du da die großen Stämme rausziehen kannst. Was, wie war unser Plan? Wir wollten uns die stärkere Bergziege kaufen. Hatten wir mal angedacht. Zusätzlich, ja. Okay. Okay, alles klar. Das kriegen wir ja hin. Und dann, glaube ich, einen Steier wollten wir, glaube ich, verkaufen dafür. Weil da hast du ja von der Steier kannst du nur irgendwas ziehen und das war's aber schon. Kein Vorunter, da gar nichts. Okay. So, na gut. Dann... Ja, steht erstmal. So. Du willst jetzt wirklich Hexe gut machen? Ja, warum nicht, ne? Freeze ist halt top motiviert. Aber richtig. Hat ein krasses Real Talk Video aufgenommen. Ja. Achso. Ey, da wollte ich dich eh noch fragen. Real Talk Video, was heißt das? Du bist dein Fett weg. Ich hab doch. Ich hab doch ein Thumbnail gemacht. Kannst ja, das hab ich ja gesehen, aber das war ja wieder nur von dir. Ja, das in Anführungsstrichen jetzt einfach drüber lustig machen. Es war ja nicht das, was das hat ja noch gegeben. Was? Ja, da hat gefragt, ob ich dann eigentlich noch was machen kann. Ich hab's halt ausgesehen, falsche Konfi mir da ja gut ist. Dass okay. Er dann nicht schnell so. Das sagst du jetzt? Ja. Kino. Ja, okay, alles klar. Das läuft bei euch. Nee, ja. Okay, ja, du hast ein Real Talk Video gemacht. Willst jetzt hier deinen Kanal ein bisschen bewerben, merke ich gerade. Dann erzähl halt mal. Ach, nö, das sind so, ich bin nur auf ein paar Standardfragen eingegangen, die mir so immer so gestellt werden, ne? Darf ich raten? Rat mal. Irgendwas mit seiner Mutter. Ich glaube tatsächlich, solche Fragen, wie ich auch sehr häufig bekomme, zum Beispiel, wie bist du auf YouTube gekommen? Genau. Wo kommt dein Name her? So ungefähr, wie bist du auf deinen Namen gekommen oder, weiß ich nicht. Das hatten wir ja schon in der... Was willst du noch erreichen oder solche Sachen, oder? Ja, genau. Ja, das... Okay. Aber das würde mich mal tatsächlich interessieren, was Freezy noch erreichen möchte. Also, was so die Ziele? Oder bist du auf die Frage tatsächlich eingegangen? Ja, nicht viel. Also, was soll ich da sagen? Ich habe mein Ziel ja schon um Längen erreicht und habe mir seitdem eigentlich kein neues mehr gesetzt. Okay, und was für Fragen wurden dir so gestellt? Also, auf was du jetzt eingegangen bist? Vielleicht kann man das ja jetzt hier so ein bisschen, sage ich mal, auf uns projizieren und wir können auch was dazu sagen. Weil jetzt die Fragen oft gestellt werden. Wir müssen natürlich extra so ein Retalk-Video machen. Und müssen das Real Talk Video nennen. Wo es ein FAQ Video ist. Ah, schon okay, zieh deine Clickbait Nummer nur weiter durch auf YouTube. Nein, Spaß. Nein, erzähl mal jetzt einfach. Ja, ich bin auf die Frage eingegangen hier, was halt mit Pixel ist. Oh! Okay, das wollen wir allerdings jetzt hier nicht auswerten, wenn du das schon getan hast. Okay. Ja, dann. Obwohl, man muss dazu sagen, wir wissen es ja selber nicht. Also was jetzt aktuell ist. Ja, ja dann die Frage, wie bin ich auf YouTube angefangen? Also warum habe ich auf YouTube angefangen? Deswegen, bla bla. Wie Sie? Ja.
Nee, okay. Ich wollte ja nur sagen, hier oben die ganz viel so geschnittener Klimbatsch. Da könnten wir auch häckseln. Ja, oder willst du da unten häckseln? Nee, ich habe nur gedacht, wegen der Performance die zwei Stämme hier mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also was so rumliegt, wegmachen. Das ist gut, wenn nichts rumliegt. Wieso bist du auf YouTube angefangen? Hast du die Stirnerlade gemacht? Nein, aber jetzt sag mal, Entschuldigung, ich wollte dich schon unterbrechen, erzähl mal. Ja, und wie ich euch halt kennengelernt habe, und das war's. Okay. Wie lange ging das Video? Das würde mich eigentlich auch immer interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt. Füße haben wir über Pixel kennengelernt. Ah, okay. Und Pixel habe ich kennengelernt. Ich habe damals ein Community-Projekt Minecraft in einem richtigen Community-Server gemacht und so weiter und alles. Das war ein Technikprojekt, wo man sich bewerben musste. Und es sollte wirklich für wenige Erlesene sein, weil Minecraft-Server mit Technik, der public ist und wo du mehrere drauf spielen lässt, ist innerhalb von einem Tag down, wenn du nicht die richtigen Leute hast. Genau. Und deswegen wollte ich da lesen und wir haben es tatsächlich geschafft, den Server, glaube ich, 100 Tage, lief der also über 3 Monate oder 4 Monate und ohne dass wir resetten mussten und Pixel hat sich da eben beworben gehabt, ne, für das Projekt. Mhm. Und ja, hat dann eben sehr viel mitgeholfen und so weiter und deswegen hatten wir dann etwas mehr zu tun und über ihn hatten wir Freezy kennengelernt, genau. War das dann rein Community-Projekt oder war das für YouTuber ausgelegt? Oder war Freezy damals oder war Pixel damals schon YouTuber? Er war. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, doch, doch. Ja. Hm? Er war YouTuber. Okay. Aber. Naja. Wie Freezy halt, ne? Mhm. Okay. Also nein, okay, nicht böse gemeint, aber. Es ist natürlich wirklich frustrierend, wenn du auf YouTube Videos machst und das seit einer geraumen Zeit und aber nicht weiterkommst. Das nicht weiterkommen hat natürlich verschiedene oder kann verschiedene Ursachen haben. Erstens ist es, kann es die Ursache haben, dass deine Videos einfach die Leute nicht finden, dass sie keiner sieht und dadurch eben du auch keine neuen Leute gewinnst und keiner auf dich aufmerksam wird und so weiter. Ja. Weil das YouTube-Ranking, sage ich jetzt mal, und dieser Algorithmus und alles ist ja schon sehr, sehr komplex. Ne? Es gibt unglaublich viele Sachen, auf die du achten musst und als Kleiner, als Neuanfänger mit Videos, die keine 20 Klicks kriegen, sage ich jetzt mal, oder 30 Klicks haben, ist natürlich klar, wie bist du da, ne? Das ist halt ultra schwer. Das kann eine Ursache sein. Die andere Ursache kann natürlich auch sein, dass du einfach nicht ankommst bei den Leuten, sage ich mal. Gibt's ja auch, so die Schlaftabletten oder so. Mhm. Oder, ich weiß nicht, kein Plan. Also was ich jetzt tatsächlich vermehrt feststelle, ist, dass die Leute einfach meinen, du kannst mit allem Videos machen. Ich habe wirklich Leute gesehen, die haben mit dem Handy den Bildschirm abfotografiert und haben das als Let's Play verkaufen wollen. Achso, ja, das ist, ja. Das gab's damals ja auch schon. Aber es ist dann meistens so, hallo, ich bin der Tom. Und ich mache heute Minecraft etwas mit euch. Und ja, jetzt picken wir alle. Das ist, weißt du, teilweise ist das schon. So ist das aber. Das sind die Let's Plays, ja. Kann das auch machen hier, Renny, wenn du willst. Schneidest du mal hier den Baum? Also, Baum schneiden, entasten und du. Okay. Dino, was soll ich machen? Schneid den mal hier bitte, wenn du kannst. Ich bin heute hier der Hilfsarbeiter, habe ich das Gefühl. So, warte mal. Aber bist du eine Amazon-Weste? Gerne, ich bin gern der Hilfsarbeiter. Für euch. Kannst du auch nichts falsch machen. Ja. Bin Dann müsst ihr aufpassen, der Renny schlägt auch gerne mal einen mit einem Baum. Ja, ich muss ja hier irgendwie das Gleichgewicht finden. Ja, aber das sind so, denke ich, und Freezy war natürlich, sage ich mal, für die Zeit, die er sich auf YouTube so rumgetrieben hat, ging es nicht so richtig vor und nicht zurück, ne? Lass mal runter, schnell die Spitze ab. Oder? Ja, also sag ruhig, wenn es falsch ist, ne? Nee, war richtig. Ich war 2 Jahre schon auf YouTube und hatte 400 Abonnenten, ne? Okay. Ja, und das ist eben, was machst denn du da? Und das ist eben nicht so... Mach der Baum von Alena, jetzt oder? Das ist eben nicht so viel. So, und Freezy war aber eigentlich ein netter Typ und so, und kannst du das Ding jetzt mal stillhalten? Junge, ich halte das still, der Baum wackelt von Alena. Mann, ey. So, jetzt aber. Ja.
So, ja, und war ein netter, cooler Dude und. Wieso war? Naja, ja, jetzt Vergangenheitsform. Jetzt bist du erfolgreich. Ja, auf jeden Fall, mir persönlich bin halt so der Typ, wenn ich mich mit jemandem verstehe, dann verstehe ich mich mit denen. Ich gehe da nicht nach Abonnenten oder so. Ich meine, wenn ich jemanden sympathisch finde, finde ich jemanden sympathisch. Weißt du, wie wenn ich mit dem cool zocken kann und habe halt Spaß mit dem und alles und dann ist halt das, was für mich zählt. Ne? Mhm. Und nicht, ob der viele Abos hat oder sonst was. Klar ist es halt, ja, klar, manchmal macht man halt auch mit Leuten was, die halt viele Abos haben. Weil sie halt viele Abos haben. Klingt das jetzt sau doof? Aber ja. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie was mit jemand gemacht, der viele Abos hat und den konnte ich nicht leiden. Also das gab's bei mir noch nicht. Okay. Ja, weil, wie gesagt, zum Beispiel Dalu ist ja auch so ein Beispiel, 250.000. Warte, du wieder? Nee. 250.000 Abonnenten und aber mit Dalu zum Beispiel nehme ich schon seit über 2 Jahren auf und kennengelernt habe ich ihn, da hatte er 36.000. Ne? Okay. Ja, also na, aber es ist wirklich so, teilweise, es geht nicht um Abonnenten oder es geht nicht um, boah, nein, kann ich mir noch ein paar Klicks holen, wo geil. Nee, darum ja, geht's eigentlich gar nicht. Ja, aber Werner, in unserem Bereich geht's nicht darum. Ja, das wird mir noch nicht einfallen. Weißt du, wie oft haben wir uns schon unterhalten, wenn wir die Aufnahmen gemacht haben, wo wir gesagt haben, boah, das ist heute aber schon wieder schnell vergangen. Richtig. Weil wir einfach Spaß bei der Sache haben. Genau, weil es, genau, das ist richtig, ja. Weil es, ja. Bevor ich an Tino und Randy hier gekommen bin, hatte ich andere YouTuber auch mal angeschrieben. Hoppala. Meinst du? Kriegst du keine Antwort? Da kriegst du erstens keine Antwort. Und du hängst in der Runge. Ach, und zweitens, wenn du eine Antwort kommst, ja, komm mal wieder, wenn du ein bisschen größer bist. Ohne Witz. Ich möchte ein Beispiel mal nennen. Ein Beispiel, was mir am Herzen liegt, das möchte ich einfach mal sagen. Mhm. Und das hat nichts also mit der Person zu tun oder irgendwie eine Antisympathie oder sonst irgendwas. Ihr kennt Frenkes Talk Truck. Den gab es ja früher. Ich wollte gerade fragen, gibt es den noch? Nein. Ja. Harald Frenkel hat ja ETS 2 gemacht und er hat einen Talk Truck. Und da konnte man sich bewerben, da hat er Leute mitgenommen, da hast du so ein bisschen getalkt. Ja. Ich hab mich 3-mal dafür beworben. Weißt du, was ich als Antwort gekriegt habe? 3-mal? Ich bin zu klein. Ja? Es ist halt uninteressant. Gut, aber eines muss man auch sagen, jetzt nicht um jetzt irgendwas schlecht zu reden, aber Harald Frenkel hat das auch oft gesagt, er ist nur auf Profit aus. Richtig, genau. Das ist auch kein Geheimnis, das hat er ja auch... Nein, das hat er ganz oft gesagt. Das hat er in der Zitronenpresse rausgelassen, also... Richtig, das ist nur ja, so. Also, ja. Genau, und ja, und ich hatte, glaube ich, 2.500 Abos damals und ja, da habe ich halt klipp und klar Antwort gekriegt. Aber da hatte er jetzt nur auch keine 50.000, da hatte er auch viel weniger, keine Ahnung, vielleicht 20.000 oder so, ich weiß es nicht. Ja. Und ja, und da habe ich das Antwort gekriegt, nee, ist halt zu klein und das bringt ihm in dem Sinne nichts und naja, jetzt habe ich Internes ausgeplaudert. Jawohl, eigentlich ist das kein Internes. Ich habe mich beworben und das war die Antwort, so, fertig. Ja, das ist das. Der macht ja auch kein YouTube mehr, ne? Aber wie gesagt, es hat nichts mit Harald Frenkel zu tun. Hab danach ja mit ihm noch aufgenommen. Also wir hatten ja noch 1-2 Projekte, wo wir danach noch was zusammen gemacht hatten. Und ja, von daher alles cool. Aber wie gesagt, das war damals so die Antwort. Und das war schon enttäuschend irgendwo, ne? Da hast du ja schon so gedacht, okay. Ehrlich muss man ganz ehrlich sagen, wenn du das jetzt gerade so erzählst, ne, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich im Moment nicht besser bin. Weil es schreiben sehr, sehr viele Leute, kann ich mal mitspielen und das und das. Und ich muss einfach fast immer Nein sagen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es unterbringen soll. Das ist ja auch was anderes. Finde ich, ist eine andere Schiene, weil da geht es nicht darum, dass die, du sagst ja nicht Nein, du hast zu wenig Abos, deswegen... Nee, das würde ich nicht machen. Sondern du sagst ja, du kannst dem ja gar nicht gerecht werden, alle. Weißt du, wenn dir 100 Leute schreiben, ob sie mal mitspielen dürfen, wie willst du das machen? Eben. Das ist ja genau das Problem. Und fängst du mit einem an, musst du es bei allen machen. Und das ist das Problem. Dann ist ja auch was anderes. Das sind ja Zuschauer, die vielleicht mal eine Folge dabei sein wollen. Mhm. Ich wollte ja ein richtiges Projekt. Und es haben YouTuber zu mir Nein gesagt, die ich auf Gamescom getroffen habe. Und die dann ganz dumm geguckt haben und so einen Scheiß. Und dann denke ich mir auch, du kleiner Penner, warte mal ab. 2 Jahre habe ich dich. So. Okay. Das ist und jetzt? Wie viel hat Montana noch mal kurz vor 1 Million? Du bist jetzt bei 3.000, 2 Jahren. Ja, hast du das? Wie oft hast du eigentlich Montana Black angeschrieben? Gar kein Mal. Das würde mich mal interessieren.
Da hast du jetzt aber gelogen. Das hast du schon mal erzählt, dass ich ihn schon mal angeschrieben hast. Doch mal dein Maul. Oh, Freeze, hast du Facecam an? Peinlich, peinlich. Freeze, nimmst du mit Facecam Sinne. Auf? Ich nehme mit Facecam auf. Oh, ja, ich muss mir die Folge angucken. Ich muss mir das angucken. Das ist gerade knallrot. Da tut sie ganz seinen Kopf oder das T-Shirt oder so, keine Ahnung. Ja. In diesem Sinne aber würde ich sagen, beenden wir mit der peinlichen Nummer für Füße hier. Wir sehen uns übermorgen wieder und ihr lasst das Däumchen an, wenn es euch gefallen hat und schaut bei den anderen vorbei, die stehen nämlich alle in der Videobeschreibung und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.